Ich töte niemand, Sendetermin für Franken Tatort steht. Den Sendetermin gab der Bayerische Rundfunk am Mittwoch bekannt. Damit wird nun schon die vierte Auflage des Franken Tatorts ausgestrahlt. Im Fernsehfilm geht es um ein Geschwisterpaar aus Libyen, das brutal erschlagen wurde. Auch der fränkische Comedian Bimbas wird mitwirken, in welcher Rolle ist allerdings noch nicht klar. Regie führte Max Färber-Böck. Der vierte Franken-Tatort erzählt eine sehr persönliche Geschichte, die zutiefst erschreckt und zugleich nachdenklich macht, verrät Stefanie Heckner, Redaktionsleiterin für den BR-Tatort. Ersten Meldungen zufolge sollte der vierte Franken-Tatort erst im Frühsommer ausgestrahlt werden, der jetzt bekannt gegebene Termin im April lässt Fans der Krimiserie schon früher einen Blick auf die nächste Geschichte rund um die Ermittler Felix Wors und Paula Ringelhahn werfen. Einen Dreier veröffentlichte der Bayerische Rundfunk bereits im Januar. Die Dreharbeiten fanden unter anderem auf dem Quelle-Areal und der Nürnberger Südstadt sowie in Erlangen und Umgebung statt. Der dritte Franken-Tatort, der in Bamberg spielte, zog 8,16 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm.